So let's do this in twos, just like Carolinas do. You and me, him and her. Hallo ihr Lieben, ich war vor einigen Tagen mit einer Freundin in Bremen und ich war natürlich bei Primark, wie kann es auch anders sein? Was ich natürlich sagen muss, ich hasse diese Tüten, ich finde die so schrecklich. Ich glaube, nächstes Mal komme ich einfach mit einem Jutebeutel zu Primark und bleib dann an der Kasse stehen. Nein, bitte gib mir keine Tüte, pack das bitte in meinen Beutel. Ich hatte jetzt Glück, dass ich nicht so schwere Sachen gekauft habe, beziehungsweise nicht so viel, dass die Tüte nur leicht eingerissen ist. Sonst reißt die manchmal durch und dann hat man einfach mal keine Tasche mehr. Und dann läuft man wie so ein mit so einem Sack durch die Gegend. Ich werde auf jeden Fall nächstes Mal einen Beutel mitnehmen. Mal gucken, was die dazu sagen. Kommen wir mal zum besondersten Stück. Und zwar habe ich mir so einen Cardigan gekauft. Der ist so pelzig, flauschig, wie so ein Vogel, finde ich, sieht das aus. Meine Schwestern haben gesagt, es sieht aus wie Miley. Also Miley Cyrus, ne? Ich werfe ihn mir mal kurz über. So sieht er auf jeden Fall aus. Das ist so ein etwas lockerer Cardigan und so. Der ist halt schwarz, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ja, der hat jetzt 14 Euro gekostet und ich fand ihn einfach so schön. Und vielleicht kennt ihr die Fashion 100 Germany, obwohl ich glaube, die hat sich jetzt umbenannt. Ich glaube, die heißt nur noch die Fashion oder so. Auf jeden Fall, sie hat auch so einen flauschigen Cardigan. Und ich habe den immer... Oh, ich hasse diese Autos. Und die hatte auf jeden Fall auch immer so einen flauschigen Cardigan und den fand ich immer so schön. Und dann habe ich ihn bei Primark gesehen und dachte nur so, du gehörst jetzt mir. Boah, ich könnte gerade ausrasten. Autos, Flugzeuge. Und ich werde euch bestimmt den mal in irgendeinem Lookbook oder so zeigen, damit ihr wisst, wie das ungefähr angezogen aussieht. Dann habe ich mir diesen wunderschönen Schal gekauft und ich habe schon so einen ähnlichen bei Zara gesehen. Und den fand ich auch sehr hübsch. Und den von Zara wollte ich eigentlich haben. Aber an dem Tag, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, hatte ich kein Geld mit. Also da war ich mit meiner Mutter einkaufen und dann hatte ich kein Geld mitgenommen. Und dann wollte ich ihn mir eigentlich dann wann anders kaufen. Und dann habe ich den bei Primark gesehen und dachte so, dieser hier kostet 7 Euro, der von Zara kostet 30 oder so, vielleicht sogar noch mehr. Den habe ich auf jeden Fall schon bei einer Bloggerin gesehen und Fanny Pilgrim hat den auch. Das ist so ein Wendeschal, also der ist auf der einen Seite so ungefähr genauso kariert. Und auf der anderen Seite ist er so schwarz-weiß. Ja, den finde ich aber sehr schön. Der ist so schon dick und wollig. Und ich habe auch schon irgendwie seit letztem Jahr so einen Schal gesucht. Und da gab es die irgendwie noch nirgendwo. Und jetzt gibt es die anscheinend in mehreren Läden. Dann habe ich mir ein paar Kuschelsocken gekauft. Ja, ich habe ja schon mit meinen September-Favoriten gesagt, dass wenn ich das nächste Mal bei Primark bin, ich mir Kuschelsocken kaufen werde. Und das sind hier einmal braune mit rosa, weiße mit blau. Und so gepunktete mit braun, rosa und blau. Cozy Socks nennen die sich. Das sieht alles so niedlich aus. Und dieses Pack hat 3 Euro gekostet. Also pro Sockenpaar hat es 1 Euro gekostet. Und dann habe ich mir nochmal so dicke Kuschelsocken gekauft. Wie diese einen, die ich auch in meinen September-Favoriten gezeigt habe. Mit den... Ach, die habe ich sogar an. Die kann ich euch einmal zeigen. Hier, diese Socken hatte ich schon. Die fand ich so toll. Die waren auch in meinen September-Favoriten. Und dann habe ich diese hier dort gefunden. Die gab es, glaube ich, auch in Rot. Oder in irgendeiner anderen Farbe. Auf jeden Fall fand ich die sehr schön. Und guckt euch das mal an, wie flauschig die sind. Und ja, die haben, glaube ich, also die habe ich noch im Zug angezogen, weil man darf ja im Zug nicht seine Schuhe da drauf legen. Und dann haben Anna und ich unsere Schuhe ausgezogen und einfach unsere neuen Socken angezogen. Und dann, ja, konnte der Schaffner auch nichts sagen. Die haben, glaube ich, 4 Euro gekostet. Dann habe ich ein ganz normales Pack Socken gekauft. 5 Stück sind das, die ganz normalen schwarzen, die halt so ein bisschen länger sind. Dann habe ich mir einen Regenschirm gekauft und zwar hat der gekostet 6 Euro und dieser Verschluss, der ist so aus so Leder mit goldenen Nieten, das finde ich sehr schön und ich kann ihn euch einmal aufklappen. Also der hat hier auch so einen Ledergriff und das ist der Schirm. Hier sind so leichte Rüschen dran, das fand ich so süß. Aber irgendwie finde ich, meine Schwestern haben gesagt, es sieht so ein bisschen emo aus, aber irgendwie ist mir das dann auch aufgefallen. Also irgendwie sieht das so... böse aus. Ich weiß nicht, ich hatte so einen Schirm schon mal in blau, auch mit so Ledergriff und so und auch mit den Rüschen. Deswegen wollte ich einen neuen haben und irgendwie ist mir nicht aufgefallen, dass schwarz irgendwie so traurig aussieht. Also mein blauer ist mir kaputt gegangen, weil ich bin so die Treppe runtergegangen und man kann den nämlich so ein bisschen rausschießen. Also dann geht er so ein bisschen auf. Ich will das jetzt nicht zu doll vormachen, weil ich bin so die Treppe runtergegangen und habe das so gemacht und dann ist der Schirm so rausgeflogen und dann ja, war er leider kaputt. Und jetzt kommen wir auch schon zu der letzten Sache. Und zwar habe ich mir diese Ohrringe hier gekauft. Die finde ich super schön. Die haben gekostet 3 Euro. Und ja, die sehen halt irgendwie so edel aus. Und irgendwie hatte ich nicht so schöne Ohrringe.
Und ja, zu Hause ist mir dann aufgefallen, dass meine große Schwester die schon hat. Naja, was soll man machen? Jetzt haben wir die zweimal zu Hause. Ich wollte mir eigentlich bei Primark ganz viele Schuhe kaufen. Also ich hatte mir überlegt, ich kann mir so schöne Stiefeletten und so kaufen. Und dann war ich da. Ja, dann gab es da auch wohl schöne Schuhe. Aber wenn ich die in Größe 41 sehe, das sieht immer so wie so ein Clownsfuß aus. Und dann, weiß nicht, sehen die immer nicht so schön aus. Und dann will ich mir die nicht kaufen. Und dann war ich so ein bisschen traurig, weil ich keine Schuhe gefunden habe. Ich wollte mir hohe Schuhe kaufen, aber ich weiß, dass ich die sowieso nicht so oft tragen werde. Vom Schmuck war ich auch nicht begeistert. Nur die Ohrringe fand ich ganz schön. Sonst waren da irgendwie auch nur so komische Sachen. Ich wollte mir auch ganz viele Pullover kaufen, habe auch keine schönen Pullover gefunden. Keine Ahnung, was los war. Naja, das war's von meinem Haul. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.